Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Wir haben beim letzten Mal den Mungan befreit und der Boss war etwas einfacher und mir wurde geschrieben, beim Link, als ich ihn besiegt habe, ich habe ihm viel zu wenig Zeit gegeben. Okay. Das war ein bisschen blöd, sonst hätte der ein bisschen mehr gemacht. Also wenn ihr es spielt, ein bisschen aufpassen. Nachher passiert was. Wenn ihr das Spiel auch haben wollt, wollt aber nicht den Vollpreiszettel bezahlen, schaut doch gerne mal unter in die Videobeschreibung. Dort findet ihr einen Affiliate-Link zu Instant Gaming. Instant Gaming ist eine Plattform, die plattformunabhängig Spiele und Geschenkguthaben anbietet. Es lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen, weil man kriegt hohe Rabatte. Und wenn ihr weiter runter scrollt von der Videobeschreibung, findet ihr einen Link zu einem Gewinnspiel zu Instant Gaming und könnt ein Spiel eurer Wahl gewinnen. Ich wünsche euch viel Glück und viel Spaß beim Video. Ich bin nochmal in Goronia und dort gibt es anscheinend noch zwei Quests. Ah, Zelda, nochmal danke, dass du mich gerettet hast. Ich bin nicht der prominenteste Gorono. Ich habe das Gefühl, die anderen vergessen regelmäßig, dass es mich gibt. Wärst du nicht gekommen, hätte ich vielleicht für ihre Ewigkeit in den Riss gesteckt. Alleine der Gedanke lässt mich in einen kalten Schauder durch die Glieder fahren. In solchen Momenten geht es nichts über ein Rennen, um sich wieder aufzuwärmen. Du solltest auch mal unseren Volkssport ausprobieren und bei den Goronrennen mitmachen. Goronrennen? Das ist eine Sportart, die sich hier in der Gegend große Beliebtheit erfreut. Es gibt richtig leidenschaftliche Fans und all sowas. Die Regeln sind ganz simpel. Wer als erster die Fahne erreicht, gewinnt das Rennen. Hast du Lust auf einen Goronrennen? Ich würde es mal gerne machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es was bringt, das Goronrennen. Nur mit Abkürzungen. Aha. Wie soll man denn da abkürzen? Naja, ich glaube nicht, dass ich es schaffen würde. Vor allen Dingen, weil er mich... Oder? Die Regeln sind simpel. Muss nur die Fahne berühren. Und er ist... Oh, Zelda! Wenden. Wie dumm kann man denn sein, einfach runterzufallen? Oh. Ich hätte es schaffen können. Aber ich weiß nicht, wie ich nach drüben kommen kann. Und vor allen Dingen, wie er geht hier den Weg. Wie konnte der so schnell sein? Ich versuch's nochmal mit dem Wasser. So gewinnst du nicht, Zelda. Oh Mann. Ich bin eine andere Spielerin. Die ist das so im Hirn. Es tut mir leid, ich bin eine andere Spielerin. Die macht nicht das, was sie soll. Aber okay. Keine Ahnung, wer du jetzt bist. Aber ich weiß, was ich brauche. Tatsächlich. Mixen mit Rezept. Ich brauche so ein Movie. Ja. Nee, die Sachen habe ich doch. Hier. Und hier. Movie mixen, ja. Weil dann kann ich mir nämlich über die Lava-Dinger geben. Was definitiv hilft. Und kann somit gleichzeitig ein bisschen abkürzen. Leider kann ich die Dinge nicht vorher machen. Du bist ja mit dem Goronrennen.
Und das Schlimme ist, man kriegt dafür nichts Besonderes zu 100%. Allerhöchstens, was ich aber bezweifle, ein, wie heißt es, Kristall der Stärke. Und dass der mich am Anfang zum Beispiel auch runterschubbt, finde ich auch nicht schön. Ich habe den Smoothie vergessen zu trinken. Und ich hätte noch einen. Okay. Jetzt sieht's doch schon besser aus. Und das hat auch geklappt und das hat viel geholfen. Also macht euch so ein Smick-Ding und geht hoch. Das klappt sau gut. Ihr habt's gesehen, jetzt habe ich überhaupt keine Probleme gehabt. Oh, ich habe tatsächlich verloren. Dieser Sport ist doch das Einzige, wo ich zumindest ein klein wenig kindenzen konnte. Noch dazu war ich meine Stammstrecke. Ich glaub's einfach nicht. Ja, ich schätze, irgendwo auf der Welt gibt's immer jemanden, der besser als man selbst ist. Genug Klagen, du hast hier einen Preis verdient. Oh nein. Oh. Ich hoffe, ich komme bald meinen Revanche. Dann roll ich dir davon. Okay, damit kann man also Geld machen. Ist nicht schlecht. So, mein Bruder hat mir versprochen, mit mir das Spiel zu spielen, aber jetzt hat er angeblich keine Zeit. Am liebsten würde ich ja so viel üben, dass ich ihn mit einem Gleitkünsten vom Hocker hauen kann. Aber allein kriege ich es einfach nicht auf die Reihe. Ich bräuchte jemanden, der mir zeigt, wie es geht. Oh, Shadow. Dann lass uns am besten anfangen. Okay. Ich hätte vorher lesen sollen, wie es funktioniert, ne? Ja, okay. Ich muss also da hinten hin. Aber ich zeig Ihnen das hier nur. Es geht darum, von hier bis zur Fahne zu gleiten, ohne den Boden zu berühren. Wenn man zu früh landet, muss man nochmal von vorne starten. Okay. Aber das sollte doch kein Problem sein, oder? Da sehe ich ein Detail da nicht. Vor allen Dingen, weil er mir schon... Na, Truhe. Die müssen wir uns unbedingt merken. Aber nicht jetzt. Ja, aber wo ist das Problem? Also. Wie, bravo, das war echt beeindruckend. Der souverän geglitten. Genauso wie mein Bruder das macht. Dafür, dass du mir gezeigt hast, wie es geht, gebe ich dir was von meinem Lunchpaket ab. Oh, wie nett. Oh. Das ist du nur. Ich habe alle Tricks bei dir abgeguckt. So werde ich zum Meisterkleider, bis mein Bruder endlich mal wieder Zeit mehr hat. Bitte werde zurückgesetzt. Bitte werde zurückgesetzt. Bitte werde zurückgesetzt. Hat mein Bruder? Ja. Ah, du bist es immer. Als ich meinem Bruder das Jan von deinen Gleitkünsten erzählt habe, hat meinte, er will dich unbedingt mal auch mal kennenlernen. Ich hole ihn sofort her, also warte. Okay. Du bist also die, von der Gips in so hohen Tönen gesprochen hat. Danke, dass du Gips geholfen hast. Ich bin Darsin, sein großer Bruder. Er hat mir jedes Detail von deinen Gleitfähigkeiten mindestens 5-mal beschrieben. Und wenn es stimmt, dass du besser gleitest als ich, da das jetzt schon seit Jahren macht, dann hätte ich was für dich. Du solltest dich unbedingt an der Teufelskreation versuchen, an der ich nun seit Monaten feile, den Todespfad von Eldin. Oh nein. Dann warte, der Todespfad von Eldin ist schon sehnsüchtig auf sein erstes Opfer. Ich glaube, den bekommt er. Aber Scherz beiseite, ein kleiner Fehler kann hier wirklich böse enden. Pass auf dich auf. Oh wei. Ich sehe schon, das wird Rage geben. Beim ersten habe ich mir schon gedacht, was ist da die Krux? Okay. Von hier bis zu Fano und den Boden berühren, probier bis hinten heute. Musst du neuen Leute einfach, okay. Das ist die Krux. Hier. Ah,
und der blöde, das, ah, okay. Ja gut, wenn mein Ding verbrennt, kann ich nicht viel machen. Aber man muss auf jeden Fall hier hoch und hier. Ja, aber so schwer ist es jetzt auch nicht. Mal beim zweiten Versuch, was will man mehr? Für das, dass es der Todespfad sein soll. Du hast meinen Teufelspfad bezwungen. Der Todespfad von der Ending ist bewältigt. Ach, da gebe ich mir monatelang Mühe und dann das. Mir dir ist nicht zu schätzen. Du bist eine Göttin des Gleitens. Ja, ich weiß. Ich bin da drin sehr gut. Einfach so aus dem Nichts gekommen und hast und schon hast du mich überflügelt. So ist das wohl im Leben. Man darf sich nie auf seinen Lorbeeren ausruhen. Ja, das ist für dich ein anerkennender Andenken an den Tag, als der Todesfahrt von Eldin bezwungen wurde. Okay, das hat sich wiederum gelohnt. Als Veteran muss ich dir warnen, dass ich das Gleichspiel nie auf die leichte Schulter nehmen sollte. Das ist ein gefährlicher Sport. Da kannst du gerade deshalb nicht genug davon bekommen. Jedenfalls bist du jederzeit willkommen, dich wieder daran zu versuchen. Nein, das reicht mal, würde ich sagen. Seien es mehr, schreibt's gerne in die Kommentare. Auch beim Rennen könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Da weiß ich ja jetzt ungefähr, wie es funktioniert. Irgendwo war noch eine Höhle etwas zu. Ich weiß aber leider nicht mehr wo. Die müssen wir auch noch suchen. War. Wie gesagt, ich weiß nur leider nicht mehr, wo das war. Eieieiei. Okay, diesmal hat es sogar geklappt. Das ist sehr gut. Aber hier ist zumindest mal nichts Auffälliges. Aber das muss ich halt jetzt machen. Lass mich in Ruhe, du dummes Vieh. Was hier? Eventuell nicht. Hey, das war hier in der Umgebung. Bin ich mir sicher. Naja. Vielleicht war das die Hülle, aber da war ja nichts drin. Das heißt, das hat bestimmt was mit einer Aufgabe zu tun. Bedeutet, wir gehen nochmal nach Coronia zurück und forschen da weiter. Hatte niemand was für mich? Ihr nicht? Bekennen, Eldin ist ständiger Gefahrenherd. Dafür muss man auf Zack sein, junge Dame. Das sagst du, der die junge Dame, die uns aus der misslichen Lage gerettet hat, als wäre alles nur ein Spaziergang für sie. Hm, guter Punkt. Dann eben nochmal. Vielen Dank für alles, Zelda. Okay. Dustin, hast du was für uns? Hey, Zelda, willkommen in Coronia. Du hast mir sehr dabei geholfen, in meine Rolle als Häuptling reinzuwachsen. Das werde ich dir nie vergessen. Okay, hier niemand was für uns? Opa Gold und Opa Sepri, ich bin vor Energie und was in dem Alter? Zu viel Energie möchte man manchmal meinen, aber alle mal besser, als wenn sie deinen ganzen Tag nur rumlummern und Trübsal blasen würden. Es geht nichts über sich im Laden einen kleinen Snack zu besorgen, wenn einem danach ist. Wenn doch nur der Inhalt meines Portemonnaies mitspielen würde. Ja, okay. Ah, Zelda, nochmal danke für die Hilfe. Ich habe mir danach so einige Lektionen anhören müssen. Ich werde mich anstrengen, mich nicht mehr zu verlaufen, versprochen. Ah, okay. Aber sonst hat keiner eine Quest? Ernsthaft?
Okay, damit ist Kronia. Hast du noch was? Bei Besuch in Kakariki sind mir Gerüchte über eine Haliana in einem grünen Gewand in Ozon gekommen. Es soll Leute aus Rissen gerettet haben. Hast du das davon schon gehört? Es gibt schon großartige Leute auf der Welt. Du gehörst natürlich auch dazu, Zelda. Gut. Das war's anscheinend mit Goronia. Bedeutet, wir haben hier nichts mehr zu suchen. Uff, ich weiß nicht, ob sie das hinkriegt, ohne Schaden zu bekommen. Gehen wir mal auf die Seite. Denn als nächstes sind hier... Ich wollte sagen, die Wälder dran. Dich hatten wir schon. Aber warum ist das jetzt passiert? Ja, es gibt immer ein Rätsel. Das ist mir schon klar. Ich glaube, das passiert, damit man den Eingang nutzen muss. Der sich wo befindet? Wo ist der Zugang zu den Wäldern? Hier in der Umgebung müsste der doch so irgendwo sein. Hier haben wir noch einen Weg, Freund. Prima. Okay, dann gehen wir mal da rein. Und gucken uns mal hier in Ruhe um. Der hier scheint nichts zu sein, zumindest noch nicht. Einmal schöne Melodie, muss man dazu sagen. Gefällt mir. Ich hätte vielleicht mehr ein Pferd mitholen sollen. Hier haben wir noch einen Weg, Freund. Okay. Naja, aber ein kleines Stück weit vergessen. Ja gut, das kommt später. Die Tafel. Ich sag, die Tafel weiß noch nicht mehr, was da drin steht. Aber es ist eine Tafel. Was steht da? Hier sind Schriftzeichen eingraviert, aber du kannst sie nicht lesen. Oh. Ja gut, das war früher öfters so. Dass Menschen nicht lesen konnten. Das war ja damals nur der Kirche oder dem Adel. War das erlaubt? Okay. Hier haben wir etwas... Was interessant aussieht. Eine neue Version vom... Hogblin? Den ganzen... Und ja, er kann sie auf einmal vernichten, das ist mir klar. Aber... Irgendwann geht er auch zugrunde, so ist es nicht. Und ja, es ist wirklich eine neue Version. Und zwar Schwertmoblin Level 3. Haben wir schon den Level 2er? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Level 3er. Macht schon einen was her und wieder ein Fuffi. Ah, die Kiste am Vulkan vergessen. Ja, okay. Was willst du denn? Au. Besiegt ihn mal bitte. Okay, den habe ich schon. Ja, gut. Das wird ein Spore gewesen. Eine neue. Macht nichts Unüberlegtes, bitte. Ikorana. Da können wir auch noch. Okay, hier mal.
So, Dinger. Mit denen man nichts anfangen kann. Erstmal nicht, denke ich mal. Okay. Was haben wir hier? Geh mal zur Deko ran, nachher vergesse ich sie. Weil die sieht doch noch etwas anders aus. Nein. Die war uns schon bekannt. Ja gut, aber vielleicht zählt die Kurana als einer. Ah, mal hier was Besonderes. Dieses Tier und hier sind wir schon wieder am Anfang. Habe ich jetzt... Das... Nein, habe ich nicht. Ein kleiner Kartenfleck fehlt uns noch. Der ist unten. Okay. Der muss hier irgendwo. Ah, guck mal da. Ja, war noch mal ein. Okay. Monsterstein, ja. Aber noch was Besonderes? Nein? Hm. Okay. Haben wir denn jetzt alles? Gut. Es hat die Frage, gibt es an der einen Stelle, wo jetzt nichts war, was Besonderes irgendwann? Und was für Tiere fehlen mir denn noch? Aber naja, damit haben wir mal wenigstens den Wald aufgedeckt. Gehen wir mal gerade, ich glaube hier geht's zurück, wo ist hier lang? Genau, hier müsste es noch was Besonderes geben irgendwann. Vielleicht einen späteren Verlauf, dass man sagt, hier, du bist noch nicht bereit dazu, deswegen geh bitte. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, weil... Wer weiß, was da lauert. Dann würde ich sagen, habe ich nur noch hier oben zu suchen. Und da... Heilige Randallspitze. Eurowald, ich grüße euch auf Befehl des Königs, sind wir ausgesperrt, um die Orte zu untersuchen, an denen sich Rissen erschienen sind. Laut Ministra Sinstra erzählt eine Legende, man könne vom Gipfel des Hebrabergs über die Wolken auf die Heilige Randallspitze gelangen. Also habe ich versucht, zuerst einmal den Hebraberg zu besteigen, aber hieß steile Klippen übersteigt man Kletterfähigkeiten. Irgendwo hier sollte er einen Weg auf den Berg gegeben haben, aber er wurde seit vielen Jahren nicht mehr genutzt und ist bestimmt völlig zerfallen. Okay. Ja, ich möchte. Ja, man sieht ihn doch. Möchte vorher. Da aber hin, mit einem speziellen Grund sogar. Er ist tatsächlich zerfallen. Okay, hier haben wir den Weg geöffnet. Okay. Eine interessante Musik. Wie hätte ich das denn machen können? Ah, bin ich blöd. Muss doch nicht durch die Höhle. Aber das hier müsste mit dem Wasser gehen. Nein, man kann zwar mit der Höhle, aber warum sich schwer machen, wenn es auch einfach geht? Ah, deswegen. Hm. Dann ist aber jetzt die Frage... Oh. Jo... Ich bin blind. Ich wär's. Du einfach. Hä? Das aber jetzt ist nicht einfach. Na. Oder doch?
Ernsthaft. Nicht platt gedrückt werden, Zelda. Okay. Was haben wir hier? Oh, ihr seid so blöd. Hier mal was. Oh Mann. Ich will meine Fähigkeit dazu nicht nutzen. Okay, hier haben wir einen Blutpfeffer. Das ist klar, wenn man das... Ein Dekoraner. Warum? Warum zählt das denn nicht? Oh, Zelda, mach, dass du die scheiß Bombe dahin legst. Oh, meine Güte. Das denn zu viel verlangt, da was hinzusetzen. Komm. Oh, der blöde Fisch! Ernsthaft? Wie kann man denn so unfähig sein, Zelda? Oh Mann. Naja, wenigstens etwas weg. So. Dann käme nämlich der hier nach oben. Oh, really? Oh, das ist doch so blöd gemacht. Wie viele Dinger denn noch? Hm? Na, wenigstens kommt sie dahin. So. Oh Mann, blöder Fisch, macht dieses Ding hoch. Danke. Okay. Wenigstens kommt das Ding schon mal runter. Also, ich ahne Schlimmes bei den Gipfeln. Und ich denke mal, ich habe für die Gipfel eine warm, bei dem anderen kalt. Fehlt mir was. Aber ich bin hier ja nicht, um die Renillespitze zu machen, tatsächlich. Den Einspieler lasse ich drin, definitiv. Er muss gemacht werden. Bin hier, um einen Gegner zu bekommen, der einfrieren kann. Und hier sind halt jede Menge Gegner davon. Und so ein, zwei will ich mir sammeln. Vielleicht sogar drei. Diese Risse scheinen wir da oben in den Bergen ihren Ursprung zu haben. Lass uns den Aufstieg weg. Was wir den Weg auf uns nehmen. Wie jedes Mal, Zelda. Ja. Wie gesagt, so weit sind wir noch nicht. Aber... Da. So, den ersten haben wir schon mal. Dieses hat einen Grund, den ich euch bei Zeiten noch zeigen werde. Und den nehme ich doch gerne mit. Damit fehlen uns noch drei, dann nochmal den... Okay. Das ist ja alles in Ordnung. Der Schnee wird immer dichter und es weht ein herrischer Wind. Ich mache mir Sorgen, dass du einfrieren kannst und nicht irgendein Eichhörnchen das schwammelt. Natürlich. Aber, und das ist halt wieder blöd...
Mit dem kann ich nicht kämpfen. Au. Mach ein Echo. Merkt ihr doch mal, das ist das blöde Tier. Meine Güte. Leva gemerkt, okay. Normalerweise müsste das Tier eine richtige Feuerschwäche haben, ne? Nimm die Truhe. So. Okay, nichts Besonderes. Gut. Nehmen wir dich und gucken uns hier noch ein bisschen um. Ah, okay. Oh, Eisflederbeißer. Ah, schlecht, dass du jetzt den zerstört hast. Oh, und mich einschließlich dazu. Wie viel kann ich machen? Oh, okay. Genügend. Und der Eisflederbeißer ist meiner. So. Das war's eigentlich im Großen und Ganzen, was ich hier jetzt machen wollte. Weil als nächstes geht's in dieses Gebiet. Wir brauchen die Eisflederbeißer definitiv wegen der Tatsache, dass wir hier was benötigen, was machen müssen, wo wir die definitiv benötigen. Das stand zumindest in den Kommentaren. Als nächstes würde ich sagen, war es das schon für heute. Dann teleportiere ich mich tatsächlich mal nach da. Trotzdem, wisst ihr was, ein Rennen will ich machen. Ich habe jetzt mein eigenes Pferd, das ich nutzen kann, um zu gucken, wie die Rennen werden und zu Pferde, das muss ich auf jeden Fall auch noch üben, muss ich das Rennen definitiv üben. Und ich nehme an, das Rennen kostet. Oh, Ruhe, ihr seid ja hier, um euch ein wenig zu zerstreut, nicht wahr? Auf der Human Farm könnt ihr am Fahrenrennen teilnehmen. Für uns ist das nicht nur Spaß, sondern auch eine Methode, um unsere Pferde stark und schnell zu machen. Wenn ihr am Fahrenrennen teilnehmen möchtet, besteigt bitte auf einen Schimmelstute und spricht mich davon noch einmal an. Ernsthaft? Das geht. Aber ohne Gebühr, ne? Okay. Okay. Einmal aufsteigen. Reden. Ah, nun scheint ihr bereit zu sein, euch hinter der Herausforderung zu stellen. Ja. Das ist ein Rennen. Sehr schön, du hieß euer erstes Fahrenrennen. Wollen wir mit der Kurzschräge anfangen? Die Kurzschräge führt sich schlicht und einfach einmal um. Bam herum. Die Zeitvorgabe beträgt 23 Sekunden. Wenn ihr schneller surft, kommt ihr einen Preis. Die Gebühr von 10 Rubinen muss ich natürlich auch noch nehmen, weil sonst würde ich das nicht machen. Okay. Jetzt ist die Frage, wie gut hört das Pferd? Oh, ich muss jede Fahne berühren. Schlecht. Okay. Eine Küche, das 6 waren einzusammeln. Ja. Gut. Ah. Beweg dich, du blöde Stute! Ah, meine Güte. Ah, und ich muss noch ins Ziel, natürlich. Ich glaube, 120 kriegt man was. Aber wäre die jetzt nicht so komisch da hinten, wäre ich sogar unter 20 gekommen. Also muss man gucken, wie man was antreibt oder wann antreibt. Damit hast du die Zeitvorgabe von 23 geschlagen. Meinen herzlichen Glückwunsch. Da die Vorgabe, die ihr die Kurzschräge nun zum ersten Mal geschlagen habt, gebe ich euch das hier als Belohnung. Na, wenigstens etwas. 20 Rubine, damit habe ich mir das raus. Wenn ihr unter 17 Sekunden das Ziel erreicht, dürft ihr euch offiziell schrecken lassen. Ah, okay.
Unter 17 Sekunden. Das probiere ich tatsächlich mal nochmal. Bei unter 17 Sekunden klingt machbar. Tatsächlich. Wie gesagt, das unten hat ein paar Sekunden Zeit in Anspruch genommen. Nein, nicht nötig. Definitiv. Und ich muss ehrlich sagen, der hat hier, glaube ich, nicht nochmal anstreiben dürfen. Aber hier darf ich... Was? Das Goal ist zu fett dafür! Oh Mann! Oh, ich wusste nicht, dass das Goal zu fett ist. Oh Mensch! Weshalb geben die das vor? Das da, aber nein! Ah. Ja, lass mich in Ruhe. Jo, lass mich in Ruhe. Komm schon. Okay. Jetzt hat mich der Ärger gepackt. Den versuche ich noch einmal. Das letzte Mal. Wäre das... Hör auf zu lachen. Du hast keinen Grund zum Lachen. Aber es ist machbar. Nein. 3, 2, 1. Weil hier hätte ich einfach rennen können. Weil die Fahne hier. Oh, bitte, blöder Stute. Bitte. Oh Mann, du bist so blöd. Oh, Zelda, bitte. Mach das, was ich dir sage. Die Stute ist doch nur so blöd. Oh, das ist blöd. Warum unter... Oh. Warum nicht unter 20? Okay, damit das... Ich weiß nicht, wo ich den Fehler gemacht habe. Ich kann doch nirgends mehr rennen, wenn ich renne, denkt die nicht. Oh. Naja. Das heißt, üben, 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 üben und hoffen, dass die eine andere Stute bekommt, dass sie rennen kann. Nein! Danke. Ah. Ich möchte gerne meine Stute antreiben. Warum? Die muss permanent am Rennen sein, aber... Seht ihr, wie die, du kannst doch nicht... Das geht nicht. Du kannst keine Kurven mit ihr schneiden. Kann ich sie aber... Wenn ich renne, du... Okay. Von dieser Seite aus, ich will nichts sehen. Ich will lernen. Danke. Ah, Barobo lernen. Wie blöd bin ich denn? Epona. Okay, hier muss ich definitiv rennen. Hier muss ich anfangen zu rennen. Dann da. Hier kann ich mit rennen. Könnte ich das schaffen? Hier muss ich... Epona, bitte mach, dass du das tust, was ich dir sage. Das darf ich nicht machen. Das heißt, hier... muss ich so hoch und dann kann ich hier versuchen zu rennen, um da nach da zu kommen. Oh Gott. Wie gesagt, ich mag das nicht. Rennen ist etwas in Zelda, das nicht nur bescheiden ist, sondern einfach nur scheiße. Ja. Aber was weiß ich. Ich will nicht mit irgendjemandem reden, wenn ich auf der Stute bin. Danke. Dann würde ich sagen, das war's dann für heute. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst euch ein Like da, lasst ein Abo da, kommentiert. Ich wünsche euch viel Spaß bei was ihr mir macht. Macht das gut. Haut rein. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu Endcard. Wie jedes Mal könnt ihr rechts von Foxy ein von YouTube generiertes Video bekommen. Links von Foxy blende ich euch die Playlist ein. Und wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr in der Mitte von Foxy gerne meinen Kanal abonnieren. Ich wünsche euch viel Spaß bei was ihr mir macht. Macht es gut. Haut rein. Ciao.